Menschen, die nur hier sind, um ihre Yachten vom hart verdienten Demogeld abzubezahlen. Und Menschen, die einfach nur da sind, um sich gegen jene zu stellen, die mit Unwissenheit und Engstirnigkeit agieren. Hass macht nicht schön, aber dies nur als kurze Anmerkung. Einen schönen Tag in der, Sonne zu genießen und uns vom Waschweibergeschwätz irgendwelcher gelb gekleideter Abendlandsbeschützer berieseln zu lassen. Während sich nicht allzu weit von hier diese merkwürdigen Gestalten tummeln, mit obszönen Forderungen die Stadt beschallen und Rufe des SS-Regimes nacheifern, steht hier die Ausgeburt der friedlichen Demokratie. Wie jeden ersten Samstag im Monat und mittlerweile sogar an manchen Sonntagmorgen legt ein bekannter Reichsbürger mit seinen Kumpanen und einigen verwirrten alten Menschen das schöne Kandel lahm. Er sorgt dafür, dass Kandel sicher ist. Dies bestätigt sicherlich nicht nur die Verbandsgemeinde, sondern auch jeder Polizist, der seine heißgeliebte Freizeit, seine Familientage, Baggersee- oder Biergartenabende opferte, mit einem besonnenen Nicken. Den Waldspaziergang lassen wir hierbei mal raus. Es kurz zu halten, ist dabei sicherlich nicht seine Intention. Denn im Gegensatz zum Marsch 2017, wo mit Spendengeldern gefeiert wurde, scheint es in Kandel eine längere Leitung zu geben. Nicht nur bei ihm. Der vom Hörschaden geplagte Mann, welcher mit seinen narzisstischen Zügen seine Gruppe beflügelt und an einem leichten Aggressionsproblem knabbert, scheint sich in unserem idyllischen Städtchen sehr heimisch zu fühlen. Kein Wunder also, dass er sich dazu berufen fühlt, mit seinem Winkel die Dinge wieder gerade zu rücken. Und zur Not hilft sicher auch der Superkleber im Auto. Auf Facebook antwortete Herr Kurz vor einiger Zeit auf den Vorwurf hin, er und seine Gefolgschaft seien rechts, folgendes: Wir sind nicht rechts, wir sind einfach nur verantwortungslose Menschen. Ob es sich hierbei um die Wahrheit gehandelt hat, kann und möchte ich nicht beantworten. Aber ein freudscher Verschreiber war es allemal. Verantwortung übernehmen, meine lieben Menschen, das liegt nicht jedem. Die meisten drücken sich davor und flüchten sich in die merkwürdigsten Aussagen, fuchteln dabei wild mit den Armen und fühlen sich in ihrer eigenen Blase einfach viel zu wohl. Zu wohl, um sich dann eben um die Kleinigkeiten des ansonsten schönen und sonnigen Lebens zu kümmern. An dieser Stelle möchte ich kurz auf unsere Volksbingo-Reisegruppe hinweisen, die ab kurz nach 13 Uhr wieder Spiel und Spaß für die ganze Familie in Hör- und Sichtweite der Hutbürger bietet. In einem Livestream vom vergangenen Mittwoch unterstellte Herr Kurz uns, der Partei, Nationalismus und Rassismus, da wir unser Spiel Volksbingo nennen. Muss man sich mal vorstellen. Natürlich möchte ich die kostbare Redezeit auch nutzen, um das Wissen bei den historischen Hutbürgern aufzufrischen. Wer sich mit völkischen Symbolen, hitlergrüßenden NPD-Lern, Schlachtrufen der Hitlerjugend und rassistischer Kackscheiße umgibt und dazu auch noch Wir sind das Volk paroliert, sollte sich im Klaren darüber sein, dass es einer Schizophrenie gleicht, wenn er von sich auf andere schließt. Schauen wir uns nun ein paar Forderungen der besorgten Mütter einmal an. Landesgrenzen vor illegaler Einreise sichern. Dem stimmen wir voll und ganz zu. In der Hoffnung, Herr Kurz und seine Gefolgschaft bleiben am Wochenende zukünftig in Baden-Württemberg. Wir haben schon genug Probleme mit verwirrten, kastaniensammelnden Badnern, die sich im Pfälzerwald verlaufen. Verantwortung übernehmen. Politiker sollen für ihre Asylpolitik Verantwortung übernehmen. Für einen verantwortungslosen Menschen wie Herrn Kurz hat das natürlich oberste Priorität. Freie Presse. Es wird ein Verbot politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme auf die Berichterstattung gefordert. Lügenpresse abschaffen, stattdessen nur noch News von RT Deutsch beziehen, dem russischen Auslandspropagandasender. Putin weiß schließlich im Gegensatz zu Frau Merkel, was das Beste für das Wohl des deutschen Volkes ist. Er würde niemals politischen oder wirtschaftlichen Einfluss auf uns nehmen wollen. Wir empfehlen hier die Kontaktaufnahme zum Irren vom Bosporus. Der kennt sich da aus. Ein Verbot radikaler Gruppierungen, allen voran natürlich die Antifa und ihre Unterstützer, sollen als terroristische Vereinigungen eingestuft und verboten werden. Währenddessen wurden vergangenen Montag 6 Männer aus dem Raum Chemnitz verhaftet, die eine rechtsterroristische Gruppierung namens Revolution Chemnitz gegründet haben sollen. Aber dies hat sicher nichts mit nichts zu tun, oder Herr Maaßen? Zusätzlich fühlen wir uns als die Partei benachteiligt und fordern auch verboten zu werden. Schließlich sind wir die extreme Mitte. Die Anhänger des Frauenbündnisses auch eine ganz klare Aussage, wie auf einem ihrer Banner bei einer der letzten Demos zu erkennen war. Informiert euch über YouTube, stand da geschrieben. Wir finden dieses Konzept klasse. Politische Bildung, sponsored and presented by Dougie B.
Man könnte es nur noch Stunden so weiterführen. Doch ehe sich Frau Höchst nur noch ein Gedicht für ihre Tochter ausdenkt, beenden wir das Ganze mit einer kurzen Betrachtung all jener Dinge, die das Frauenbündnis Kandel in den letzten 10 Monaten erreicht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.